Hallo und willkommen hier auf meinem Radio-Controlled Grizzly-Kanal. Das wird das erste Video, was ich hochlade, was ich direkt auf diesem Kanal hochlade. Die anderen Erzählvideos habe ich alle nur von dem Raupenzauber-Kanal neu hochgeladen. Rüberkopieren ging leider nicht, deshalb sind auch ein bisschen die Kommentare weg und die Klicks. Aber ich denke, so ist es besser. Aber das erkläre ich ja alles in den Infos. In diesem kurzen Video widmen wir uns dem HPE Blitz und seinem doch sehr großen Wendekreis. Ja, das hat mich genervt. Was konnte ich dagegen machen? Ich habe ein bisschen rumgesucht und gegoogelt, und bin dann in einem englischsprachigen Forum fündig geworden. Und da gab es dann folgende Tipps, die ich euch einfach mal per Video hier zeigen will. So. Der erste Tipp war, hier vorne, diesen Servo-Safer, also quasi diesen Arm und diese Aluschraube. Ich hoffe, das erkennt man. Die ein bisschen weiter zusammenzudrehen. Ja, das habe ich gemacht. Dann habe ich hier vorne, wo sind wir? Da. Wenn man den rausnimmt. Werkseitig war der in dem hinteren Loch. Und den habe ich jetzt einfach in das vordere Loch reingesteckt. Hier diesen Stabi, beziehungsweise die Lenkung ist es ja. Ja, und als drittes habe ich dann noch hier vorne quasi den Teil der Lenkung ausgetauscht. Der steht jetzt wohl ein bisschen schräger. Ist nur minimal. Das findet ihr auch in der Anleitung. Diese Teile hier waren da vorher drin. Und ja, die waren dann mit in dem Beutel des, ja, des Modells mit dabei. Ja, das wären so die drei Sachen, die ich gemacht habe, die die Lenkung verbessert haben. Das seht ihr dann jetzt in dem Video, was ich dann noch jetzt zeigen werde. Und dann hatten wir ja, oder hatte ich ja noch das Problem, wenn er rückwärts gefahren ist, dass er sich dann so irgendwann aufgeschaukelt hat und ja, dann einfach unkontrolliert weggefahren ist. Da dachte ich, ich könnte den Original HPI Servo austauschen. Kamera will er nicht. Da. Der hat 6,6 Kilogramm. Dann habe ich das mal gegen einen anderen, gegen einen 9,5 ausgetauscht. Das brachte nicht den Erfolg und den Umbau mit der Lenkung auch nicht. Na, dann müssen wir das so wohl hinnehmen. Ja, das wären die kleinen Tipps an euch Blitzbesitzer oder euch an eure zukünftigen Blitzbesitzer, die ich so euch mitgeben will. Vielen Dank fürs Zuschauen.